Achso, wenn man YouTube zeigt, dann geht's nach der Pause natürlich weiter. Ganz vergessen. Aufsteige. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. Eine Roomtour? Ne, eine Roomtour habe ich noch nicht gemacht. Da gibt's auch nicht viel zu sehen. Das ist eine ganz normale Wohnung. Also da gibt's wenig Nerd-Stuff. Da haben andere deutlich mehr. So, hatten wir jetzt noch irgendwas, was wir abgeben konnten? An Splittern, an Staub? Nein, ich glaube nicht, ne? Wir hatten nichts irgendwie gelootet. Nein. Okay, also nichts Interessantes. Also können wir da hinten nochmal gucken, ob es da vielleicht hat. Achso, Grey Rat, mein Freund Grey Rat. Bist du wieder da? Fragezeichen. Hast du vielleicht einen Titanit für mich? Du wärst der König. Ah, er ist auf jeden Fall wieder hier anscheinend. Ah, there you are. I was thinking. You know I'm a petty thief. Well, perhaps I'll go on the prowl. Everyone's dead or hollowed away anyway, right? So I might as well fetch some weapons. Hab ich doch gesagt. Treasure for you. Well, what do you say? Das habe ich doch letztes Mal schon. Wegen dem Crash hat's nicht gezählt, kann das sein? Thank you. You will not be disappointed. Grey Rat the Thief was once. Das hatten wir gemacht, dann hat das Spiel gecrashed und dann hat's leider nicht gezählt. Until I ended up rotting in a cell. Wir hatten den losgeschickt und dann ist das Spiel gecrashed. Goodbye. I will. Gucken, ob wir jetzt mal eben einfach mal loaden können. Ob er dann wieder da ist. Ich weiß nämlich nicht, wo an was er zeitlich gekoppelt ist. Wann ich angefangen habe, Videospiel zu spielen, das kann ich gar nicht sagen. Tatsächlich angefangen habe ich auf dem Amiga Atari 2600. Ich weiß nicht, ob jemand die Konsole kennt. Oh, hello, you're back. And in one piece. Well. Nein. Goodbye. Scheiße. Haben wir die Echse oben gemacht? Bin mir nicht sicher. Wenn du deine Offhand mit einer Hollow Weapon plus 10 equipst, bekommst du 5 Level in Glück geschenkt. Okay. Ja, aber kriege ich in dem im Moment auf keinen Fall hin. Wäre fürs Endgame interessant, wusste ich nicht. Wie gesagt, und angefangen habe ich mit dem Atari 2600. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. 10 oder so? Unter 10? Habe ich irgendwann von meinen Eltern gekriegt. Don't know. Patches vielleicht was? Du musst einen Boss killen. Gegenstand kaufen. Ah, du hast auch nichts. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Echse hier oben gekillt haben. Hinterm Feuerwehrschrein. Können den kurzen Weg gehen. Falls ich da jetzt hochkomme. Dann müssen wir nicht den langen hochgehen. Na, wahrscheinlich kriege ich es jetzt nicht hin. Vorführeffekt. Na, ich laufe nicht über die Wurzel. Na, so ungefähr, nur besser. Also damals, als Les noch klein war, ja, so quasi. No, jetzt kriege ich es wirklich nicht hin. Bin ich zu schwer? Kein Bock. Lass uns hochgehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Echse hier gemacht habe. Die droppt nämlich, glaube ich, auch ein Funkeltitanit. Ach was. Das wusste ich nicht, dass das hier möglich ist. Weil hier ist auch noch irgendwo eine Echse. Bin mir halt nicht sicher, ob ich die gemacht habe. Doch, über den Shortcut kommst du hin. Muss halt von hinten. Also müsstest von hier kommen. Du kannst von hier oben runter springen, das funktioniert.
kommst hier raus. Aber die Echse haben wir halt schon gemacht. Ja, siehst ja, dass man hier auf das Dach, wenn man hier oben ist, du kommst ja auch hier nach zur Krähe. Also es geht schon über den Jump Shortcut. Und da kommst du dann halt auch zur Echse. Aber leider nein. Nein ist die Antwort. Mist. Also tatsächlich kein Titanit gerade griffbereit. Puh. Und hier ist auch keins. Atari, das waren noch Zeiten. Hab ich... Wie hieß es? Bobby Get Heim, Bobby Get Nach Hause. Und Jungle Hunt und sowas habe ich da halt gespielt. Das waren schon coole Spiele. Nach dem nächsten Bosskill. Ja gut, dann wetzen wir jetzt einmal nochmal ganz kurz zurück. Und machen dann... Gucken da, ob es da bei Jorm der Riese noch was gab. Hallo. Ich würde gerne dampfen. Was hat denn jetzt schon wieder das Dampfmoped? Ja, es gibt's doch nicht. Jetzt sagt mein Dampfmoped, ich habe hier angeblich keine Verdampfer drauf. Sekunde, Freunde. Ich habe leider auch im Moment nur den einen in Benutzung. Von daher... Kann ich jetzt noch nicht mal sagen, ob es daran liegt oder nicht. Ganz kurz, bin gleich wieder bei euch. Morgen eventuell GameCube und PS2 in meinem Besitz. Ein GameCube habe ich tatsächlich auch, aber den habe ich ehrlich gesagt relativ wenig benutzt, muss ich sagen. Ich habe mir den damals gekauft, als es hieß, dass Resident Evil Zero ein... GameCube-Exclusive wird. Deswegen habe ich mir damals tatsächlich für Resident Evil Zero den GameCube geholt und Resident Evil 4. Und dann haben sie es ja dann doch irgendwann portiert. Und wie gesagt, für die beiden Spiele hatte ich mir tatsächlich damals den GameCube geholt. Ja, da war ich noch super Resident Evil-Fan. Das war bevor Resident Evil quasi schlecht geworden ist. Und, ja. Tatsächlich noch ein GameCube. Aber wirklich wenig benutzt. Ja, Hasi hatte noch irgendwelche Nintendo-Spiele darauf gespielt. Irgendwie so Super Mario-Gedöns. Also irgendwie ist diese Wismac im Arsch. Ich weiß nicht warum. Die hat nämlich immer Zicken mit Verdampfern. Und, ja. So, repariert. Und da ist auch kein Tzatziki dran. Mensch, sind ja alle hier aus der Steinzeit. Ich kenne das alles gar nicht. Atari 2600, C64, Amiga 500 und dann 486er DX266. Und dann kein Pentium, sondern AMD Athlon, der mich ziemlich genervt hat. Und dann tatsächlich umgestiegen auf, dann war es glaube ich schon Intel Pentium Quad-Core oder so. So, weiter geht's. Dann kann ich nämlich ja erstmal den Stormruder mitnehmen. Und vielleicht ist ja hier noch ein Titanit irgendwo. Ein Titanit to go. Noch ein Stormruder. Haben wir jetzt eigentlich noch eine Chance? Ach, da liegt ja noch was. Das ist, glaube ich, Siggy's Set, ne? Nix. Hast du auch den RX von Wismac und den TVF4? Verban, gib einfach bitte einmal Ausrufezeichen Dampf ein. Das ist das Einzige, was wir dazu sagen. Und mehr dazu leider nein. Ja, da werde ich nicht mehr viel zu sagen. Aufgrund von Gesetzgebung, Werbungsmachen, Pipapops. Also wir hat einfach Ausrufezeichen Dampf. Da findest du eine kleine Antwort. Und, Moped-Vieh. Die kommen beide.
gegen versteinerten Bluthunden. Ich habe mich nur verdrückt. Glaubt mir. Ich bin Profi. So, der ist weg. Dann können wir die jetzt mal eben wegschlachten, wenn ich jetzt eh schon Blutung drauf habe. Klappt gut. So, Ruhe im Puff. Du bist, weiß ich nicht, was du bist. Ich sehe es nämlich nicht. Vielleicht eine Mimik? Keine Mimik. Glut. So, Mimik? Zwei Mimics. Und ich pull beide. Ich bin der grandioseste Mobsmann der Mobshaftigkeit. Au. Dieser Roundhouse-Kick, ey. Ich sterbe. Eine down. Und die zweite. Geht jetzt auch down. So, Ruhe im Puff. Wo ist mein Loot? Ruhm, Großschild und rostige Münze. Ja, klar, Mieze, klar. Ich weiß, ich habe jetzt nicht geschüttelt, aber besser als gerührt. Ich kenne Skyrim auch noch nicht. Wir haben zwar Enderal gespielt, Petra, aber das war ja nur auf der Engine von Skyrim. Es soll ja anders sein. Von daher, don't know. Muss ich mir irgendwann angucken. Markus wird vom... Nee, die Mimics hab ich geknechtet, Akani. Das war ja wohl schon voll toll souverän. Wollte ich doch machen. Sag mal, wieso leben die denn noch? Keine Stamina mehr. So, tot. Bei meiner Spieleweise wären es Minimum 600 Stunden. Wieso kann man sich da drin verlaufen? Ich dachte, das ist so mit Quests und vorgegeben. So, laufe von A nach B. Aber hier gab es nichts. Seele von Großmobshausen. Äh,
Wenn du magst, Markus, ich werde morgen einen Blick drauf werfen. Auf Skyrim, meinst du? Ja, ich auch. Ich werde es runterladen und mal reingucken, wie es aussieht. Aber ich gehe davon aus, dass wir es halt irgendwann streamen werden. Wenn halt mal wieder Sommerloch ist, Pipapops, dann können wir da gerne reingucken. Ich gehe mal davon aus, das kann man halt wie Enderal und wie Fallout beschleunigen. Machst du die Hauptstory, geht es relativ zügig, verlierst du dich in Nebenquests und guckst dir alle Orte an, dauert es 1000 Stunden. Das kannst du halt immer so ganz bisschen steuern. Reise, eine Reise. Ja, gucken wir nochmal, ob wir ein Level leveln können. So, Aufsteiger. Und dann gehen wir jetzt auf 30 Leben mal als nächstes. Und Osiris, da mussten wir zum Raum der Tänzerin. Ach, jetzt kommt das Gebiet, ey. Oh, wie schnell geht denn dazu Osiris? Ich überlege gerade. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich zu Osiris komme. Ich hatte 25 Stunden im ersten Durchlauf. Bei Skyrim Exo? Ja, ich sag ja, wenn du die Hauptstory machst und durchprügelst. Dann kann das sein. Ein Titanit. Das wäre so schön. In Skyrim, okay. Ja, aber das ist ja wie im echten Leben mit Skyrim. Also es gibt halt Leute, die gucken sich gerne die Welt an und viele Orte. Und es gibt halt Leute, die fahren von zu Hause zur Arbeit und wieder zurück. So ungefähr kannst du es vergleichen. Klar, du kannst auch zwischendurch einen Abstecher machen nach Usbekistan, Timbuktu. Und dir da was angucken und dann zur Arbeit fahren. Je nachdem, was für ein Typ du halt bist. Wegrollen, Mann. Ich sollte einfach in ihn reinrollen und nicht immer nach hinten rollen. Das bringt halt gar nichts. So, hier konnte man, glaube ich, irgendwo aus dem Fahrstuhl springen. Ich weiß nur nicht mehr, wofür. Nicht mehr, was das bringt. Eine Estoscherbe, das ist schon mal gut. Da haben wir schon 11. Nee, Quatsch. Noch mehr. Ein Brocken, den wir gar nicht brauchen. Da hinten ist noch ein Loot. Ja, wenn wir hier jetzt sterben, ist drauf geschissen. Ich versuche erstmal durchzukommen. Thank you.
aber sonst nichts. Aber hier noch irgendwo Loot? Da hinten liegt noch Loot. Ja, ich hoffe auf eine Akanit. Funkeltitanit. Weiß ja schon. Wir rennen einfach mal hier im Kreis. Ist hier auch noch ein Ausgang? Ja, gab es. Das war der Shortcut, ne? Das war der Shortcut, ich erinnere mich dran. Mhm, weil hier waren die... Hippies. Ich bin ein Heiler. Und Shortcut. Da unten hatten wir den Loot. Na, da war keiner. Dann können wir den Shortcut aufmachen, einmal die Estos refillen. Dann sind wir good to go und sind schon fast bei Osiris. Den machen wir dann noch heute als letztes und morgen dann mehr. Ne, morgen nicht. Nächste Woche. Morgen ist Freitag. Akanit musste zum Berg. Oh, du wirst nicht glauben, ey. Ich war natürlich, hatte auf dem Mainchar hatte ich Alchemie und Verzaubern und auf dem Twink hatte ich halt Bergbau und Kräuterkunde. Du glaubst halt nicht, wie ich halt immer Akanit transmutiert habe, Akanitbarren. Und hab dafür halt schön immer Gold genommen. Klar. Und ich dachte, WoW war schon cool. Da ist das Leuchtfeuer, ne? Ja komm, holen wir uns noch die eine Flask. Dann haben wir die auch. Reise, eine Reise. Zum Feuerwehrschrein. Keflon, schönen guten Abend. Sei gegrüßt. So, ich habe gar nicht mehr geguckt. Haben wir noch Frame Drops, Freunde? Oder ist alles stable? Alles stable? Alles stable. Perfekt. Alles Wundermärchen. Was hältst du von Assassin's Creed Spiel? Ist halt jedes Mal schlechter geworden. Die ersten waren auch gut, also um genau zu sein, die Höhepunkte waren 2 und Brotherhood. Und nach 2 und Brotherhood gab es nur noch eins, was gut war, und das war Black Flag. Aber das auch mehr wegen dem Piraten-Setting. Und alles, was dann kam, war repetitive Kacke. Entschuldigung. Unity habe ich nach 2 Stunden abgebrochen. Das in Frankreich. Was war Unity und Syndicate? Keine Ahnung. Also ich werde keins mehr spielen. Da muss ich grundlegend was ändern, bevor ich nochmal so ein Moped anfasse. Markus, wie findest du das aktuelle Gebiet? Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, Töppi. Wenn du weißt, wie du jetzt spielen kannst, ist es völlig okay. Ich finde, das Hassgebiet Nummer 1 sind die Katakomben. Da, wo wir gestern waren. Weil es einfach so unübersichtlich ist, so viele Mobs und so groß und relativ wenig drin. Das Gebiet ist völlig in Ordnung. Ja, falls du jetzt meinst, diese komischen Blöbbels da unten, die kannst du relativ easy cheesy machen. Nein, hier bin ich falsch. Ich wollte den anderen Shortcut nehmen. Der war auf der anderen Seite. Du kannst hier mit Feuer machen. Deswegen lag da auch gerade so mehr oder minder als kleiner Tipp eine Feuerbombe. Schmeiß den einfach Feuer vorm Kopf oder mach einen Flammen. Hä, wo war denn jetzt der Shortcut verflucht? Der war doch nicht da drin. Sag mal, spinne ich jetzt? Warte, wait. Hier. Okay. So.
Dann schmeißt ihr halt eine Feuerbombe auf den Kopf oder einen Weapon Buff mit Feuer. Und dann machen die Dinger so gut wie gar nichts. Also das heißt, aber du musst sie ja auch nicht machen. Du kannst ja wie ich jetzt einfach durchrennen und dann ist auch alles chillig. Da ist noch einer. Und ja, du kannst das Gebiet halt super abkürzen. Vor allen Dingen kannst du jetzt hier zum Beispiel gleich hier noch aus dem Fahrstuhl springen. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier die Seite war. Oder die andere. Da kommst du nämlich oben bei dem Heilfuzzi raus. Der sonst die Ritter heilt. Und der Typ heilt hier gleich die komischen Ritterknechte. Das heißt, den solltest du halt erledigen, sonst hast du den die ganze Zeit im Kampf. Weil der steht hier oben und heilt da unten die drei Ritter, die jetzt hier unten stehen. Und das ist dann richtig nervig. Was? Markus ist besonders? Ja, danke schön. So. Das heißt, jetzt die drei Ritter, die, ich weiß gar nicht, ob ich die drei machen muss. Die geben irgendwas. Ich weiß noch nicht mehr was. Es sind auch zwei, sehe ich nur gerade. Das war doof. Also jetzt reinzurennen wäre easy. Die Frage ist, kommen die nach? Nö. Sehr geil. Boss Time. Wer will, der kann. Ich denke, Markus wird es gefallen. So wie er Fallout erkundet hat, soll es ja genauso viel zu entdecken geben. Bin ich gespannt drauf, Dopi. Wie gesagt, sobald irgendwann Zeit da ist. Steht jetzt nicht auf meiner Prio-Liste oben. Vor allem, weil ich dann auch einplane, dass es locker halt einen Monat gehen kann. Und da muss halt Zeit da sein. Ja, dieses Jahr im Sommer hätte es perfekt gepasst, wo wir ja Enderal gespielt haben. Das wäre so halt die Zeit, wo man da Skyrim mal spielen kann. Kann sein, dass es erst nächstes Jahr im Sommer ist. Kann sein, dass es über Dezember bis Februar ist, wo nichts kommt. Mal gucken. So, da kommt noch einer. Der Günther. Günther, gib Gas. Gut, wir machen relativ zügig. Weitere Zeichen sehe ich nicht. In diesem Sinne... Boss Time in Dark Souls, liebe Freunde. Wir ziehen mit Light Soul und Günther, also Mieze Matze und Eisentarkus, in die Schlacht. Buffen uns Gerät. Und sagen, let's fetz. Ach ja, André, so ist das. So ist das. Finally taken notice, have you? Of the power of my beloved Ocelot, child of dragons. Well, I will not give him up. For he is all that I have. Ich frage mich immer, ob in der Zeit die Waffenbuffs schon weiterlaufen. Scheint auch ganz dran zu sein. Ja.
Gangbang, ey. Und dann, nee, ist er doch noch nicht down. Ich wollte sagen, da geht er down. Jetzt ist er down. Darauf noch eine Estus. Und ein Hell fucking Year. Für Miezematze und Eisenhakus. Dankeschön für die Hilfe. Eieieiei, sehr geil. Dankeschön, dann haben wir den nämlich auch heute geschafft. Perfekt. Hell yeah. Und Dankeschön geht an euch raus. So. Und der nächste Boss. Aber nicht mehr heute. Nicht mehr heute. Machen wir erstmal ganz kurz Dutz am Dutzgerät. Porten nochmal zurück. Oder kriegen wir Meister Gönn die auch noch hin? Reise, eine Reise. Feuerwandschrein. Ich überlege noch. Viel ist es nicht, aber das Gebiet würde ich mir noch gerne. Ne, machen wir nächstes Mal. Ne, Gönn dir machen wir nächstes Mal. Gönnen wir uns nächstes Mal. So, ist der Gute wieder da? Der Gute ist wieder da. Perfekt. Oh, hello. You've come at a good time. Go. So, Gegenstand kaufen. Ich hätte vielleicht da gucken sollen, aber da hat er auch nichts. Nee, tatsächlich nein. Nein, der hat nichts. Kein Funkeltitanit, wie es mir versprochen wurde. Nicht schön. Nicht schön. Hätte jetzt gedacht, er ist, haben wir jetzt eigentlich noch eine Esso-Scherbe? Oh nein. Funkeltinadit gibt es über die Asche beim Nameless King. Also erst so spät. Ja, wie gesagt, mir fehlt eins. Das werde ich dann irgendwo ja bestimmt in der Welt noch finden. Reise, eine Reise. Ganz kurz nochmal dahin. Gucken, was da nochmal war. Vielleicht liegt ja hier noch eins rum. Ich hätte gerne auch einen Funkeltitanit zum Mitnehmen. Achso, du warst gar kein Typ. Aber irgendeiner war hier ein Typ. Ah, da ist der Typ. Nix. Pfad des Drachen. Damit kommen wir dahin, verstehe ich. Also haben wir auf jeden Fall für nächste Mal genug Bosse offen. Das war keine Mimik. Oh, diese scheiß Schuppen, ey. Und Dutz. So. Bleistein. Gab es hier nicht irgendwo noch ein Titanit, Mann? Ich will doch nur ein Titanit haben. Anscheinend nein. Da hinten nicht noch Loot? Das hat Loot? Stamina. Estus Aschering. Aua. Aber schnell digitiert. Die montiert.
Er will Bleichsteine. Hast du das große Lederschild schon bei Snuggy getradet? Nein. Da sagst du was, das könnte man noch eben machen. Ich glaube, das haben wir nicht gemacht. Wir hatten eine Feuerbombe und eine schwarze Feuerbombe für die beiden normalen Titanids. Und schon wieder zum Feuerbahnschrein. Immer zum Feuerbahnschrein. Und jetzt hat sich der PC wieder genau wie gestern komplett aufgehangen. Geil. Immer beim Feuerbahn. Also nicht immer, aber jetzt zweimal beim Feuerbahnschrein. Also insgesamt viermal beim Feuerbahnschrein. Cool. Dann machen wir das morgen. Erinnere mich dran, beziehungsweise beim nächsten Mal. Dann schreibe ich mir das auf. Lederschild, Lederschild, Lederschild.